Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Wir haben noch zwei Versuche, um uns zu qualifizieren. Budebu war ganz okay. Ich glaube, ich spiele gerade einfach generell scheiße. Vielleicht sollte ich dann doch mal Moutinho weiter probieren und Budebu dann erst nochmal in der Weekend League spielen. Sollten wir uns dafür qualifizieren, wenn er dann geboostet ist. Aber jetzt gerade. Ich glaube aber, es lag auch einfach an mir. Also ich habe einfach scheiße gespielt, die letzten beiden Spiele. Wir versuchen es jetzt mit der Bundesliga. Vielleicht komme ich da besser rein. Vielleicht läuft es da besser. Vielleicht bekomme ich auch schwächere Gegner. Dagegen hätte ich auch nichts. Und wir. Und wir. Ja, positiv denken, Mühe geben, anständig spielen. Ich denke. Auch die Defensive hat in den letzten beiden Spielen nicht so perfekt geklappt, wie das sonst immer der Fall war. Ich war ja auch in den beiden letzten Spielen nicht der bessere Gegner. Ich meine, sonst ist es ja oft so, dass ich rausfliege als eigentlich besser spielender. Deswegen war nicht ganz unverdient, die zwei Niederlagen. Jetzt versuchen wir mal, das Ganze zumindest dahin zu drehen, dass ich der bessere Spieler bin. Aber es ist halt echt verblüffend, wie gut die Gegner spielen. Und das in der ersten Runde und das am Ende der Woche, wo ich ja davon ausgehe, ist jetzt eher der schwächere Spieler, der noch versucht reinzukommen und nicht der gute, der schon am Anfang sich qualifiziert hat. Naja, mal schauen. So, konzentrieren, nicht aufregen. Gut spielen, vor allem mal wieder die Defensive nutzen. Variabler spielen, klarer spielen. Bender war das, sehr schön. Leider hat er den Pass da nicht durchbekommen. Sehr gut. Komm. Was für eine Befreiung. Endlich mal wieder ein Tor. Chicharito hat ihn gemacht und es war eigentlich auch schön rausgespielt. Oh. Ja, der Bann ist gebrochen. Ich habe ein gutes Gefühl. Diesmal gewinnen wir das erste Spiel und das wird unsere Qualifikationsrunde hier. Bei dem Turnier diesmal schaffen wir es. Komm, wir müssen positiv denken. Schönes Tor. Unhaltbar. Ins Eck. Sehr geil. Defensiv spielen. Ist ja auch seit zwei Spielen das erste Tor jetzt wieder. Und der Gegner scheint auch schlechter zu spielen. Ist auch mal schön, wieder einen einfacheren Gegner zu haben. Das war ein bisschen nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein, das war auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber damit kann ich leben. War zu viel geeiert. Denke, ich hätte einfach reinflanken sollen dann am Ende. Foul, ganz böses Foul, aber schöner Pass von ich weiß nicht wem. Bender könnte es gewesen sein. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Position für einen direkten. Ich würde nur gerne wissen, wie viele Meter entfernt das ist. 28, okay. Oh, vielleicht mache ich aber auch. Ne, ich denke, ich schieße direkt. Oh Gott! Ich kann es überhaupt nicht mehr einschätzen, dieser Effet. Was ist das denn gewesen? Also für ein Effet jetzt. Also der Effet war einfach nur total gestört. Also, das Ding ist halt, ich will nicht immer nur ablegen, weil es irgendwie auch mal geil ist. Weil es irgendwie auch mal geil ist, einen direkten zu schießen, aber wenn man den Effet so schlecht einschätzen kann. Dann muss ich wohl wirklich jetzt dazu übergehen, immer abzulegen. Und es ist so blöd, weil wir haben ja jetzt schon einen Luklo, der ja wirklich gut ist, was die direkten Freistöße angeht, zumindest von den Werten her. Aber. War es kein Foul?
Aber wenn es halt nicht funktioniert und ich immer wieder merke, okay, der Effekt ist richtig scheiße. Dann müssen wir den halt lassen, den direkten Freistoß. Oh, das war eigentlich eine Situation, da hätte man ruhig mal ein Kopfballtor machen können. Ach ja, Kate, da müssen wir auch mal testen. Also, was heißt, müssen wir den testen wir ja gerade. Mal gucken, ob er auch so auffällig ist wie Goretzka. Bisher ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen, aber ist ja jetzt auch noch nicht wirklich lang gelaufen, das Spiel. Die Schusstäuschung kam leider komplett scheiße. Gut von Bender mal wieder. Oh nein, danke. Schade, ich wollte gerade auf Chicharito passen, hat nicht mehr gepasst. Das hat nicht mehr gereicht, die Zeit. Machen wir schon zu. Sehr gut von Keita. Hat einen mega krassen. Hat einen mega krassen Interceptions-Wert, also Abfangwert. Keita, das ist ziemlich geil. So, Bender steht bereit. Baba sichert hinten ab. Halt aufpassen, damit jetzt kein Konter oder sowas fressen. Oh, ich wollte gerade durchziehen. Ja, genau, das war nämlich ein Foul. Aber krass, dass er das mal pfeift, weil da war noch gar kein. Gegner in der Nähe, sonst würde es ja eigentlich nicht gepfiffen. So, aber wenn ich ihn ablege, wäre es ja total dumm mit Çalhanoğlu abzulegen. Dann muss ich ja mit jemandem ablegen, der eigentlich keinen so guten Distanz hat. So, und jetzt mit Çalhanoğlu mal schießen, das hat nicht so geil geklappt. Schade. Sehr schön. Bender mal wieder, Doppelbender. Bender wirklich so geil. Deswegen wollte ich auch Keita für Goretzka und nicht für Bender testen. Weil Bender ist einfach im Defensivverhalten so gut. Knapp. Aber diese Kopfballvariante scheint wirklich gefährlicher zu sein. Müssen wir mal gucken, ob das so bleibt. Wir brauchen halt nur mal ein Tor dadurch. Wir schießen mal keine Tore, aber machen hier. Zumindest über die Distanz oder so Betrieb, dass wir dauernd diese Freistöße, diese Ecken bekommen. Also das ist krass, wir kommen ja wirklich fast jedes Mal an den Ball bei dieser Variante. Das ist ja richtig geil. Der Gegner hat einfach überhaupt gar keine Torchancen mehr. Aber wir könnten halt mal ein zweites machen. Das wäre mal ziemlich geil. Ja, es gab leider keine richtig geile Anspielstation. Es war mir einfach zu spitz, der Winkel, um wieder dumm drauf zu schießen. Und schon wieder gewonnen. Geil. Ja, ein zweites Tor. Also momentan, wir sind der beste Spieler. Das ist schön, das ist gut. Wir führen 1-0, das ist auch schön und gut. Aber momentan bräuchten wir mal ein zweites Tor. Das wäre echt geil. Und Gegner hat 0 mal geschossen. Richtig gut. Ein zweites Tor wäre mal richtig geil.
Nein. Oh, ich hatte ganz kurz Angst, dass er mit seinem ersten Schuss wirklich das 1-1 macht. Wäre so bitter gewesen. Kurz mal vorbeigetribbelt, dann hat er es mir auch einfach gemacht. Da stehen drei Mann im Strafraum und keiner kommt mal irgendwie in die Nähe vom Ball. Sehr gut von Keita. Ich muss zugeben, er war bisher noch nicht so auffällig, leider. Scheiße, ich hätte eher schießen müssen. Eher schießen oder halt zurücklegen oder wegpassen. Aber ja, bisher ist Keita noch nicht so wirklich massiv positiv aufgefallen. Auch nicht negativ, aber wenn es so bleibt, dann werde ich wohl leider Gottes auf... Oh nein. Sehr gut. Von Baba. Werde ich wohl leider Gottes wieder auf Goretzka umschalten. Es ist auch nicht offensiv irgendwie krass aufgefallen. Also weder defensiv noch offensiv unser... Oh, krass, dass er selbst den hält. Oh. Und da habe ich gedacht, ich hätte jetzt gut in die Ecke gezielt, aber anscheinend nicht. Wir waren zuletzt dran, natürlich. Sehr gut. Ich habe nicht gewusst, dass er uns durchrennen lassen will, sonst wäre ich weitergerannt. Der Schuss mit Çalhanoğlu, der ärgert mich irgendwie ein bisschen, weil das war wirklich eine ganz, ganz klare Torschance. Also, das war jetzt gut von Keita, muss man sagen. Das zweite Tor, wie gesagt, die ganzen Abschlüsse bis auf den von Çalhanoğlu waren jetzt auch nicht so zwingend, aber der von Çalhanoğlu war nicht dahin. Der hätte halt kommen müssen, meiner. Fehler von Toprak, glaube ich. Komm, Baba, mach's wieder. Oh, Baba macht's. Oh, nein, Baba macht's nicht. Baba macht's nicht, weil wieder nicht geklärt wird. Ich habe auf Klären gedrückt. Oh, ist das bitter. Och, ist das bitter. Ich habe auf Klären gedrückt und er lackt sich hier den Ausgleich. Och, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Was ist denn los zurzeit? Und das war halt wieder dieser Scheiß. Ich habe keinen Bock zu klären, Bug, ey. Der seit FIFA 17 da ist. Oh, das ist so zum Kotzen, wie die das nicht hinbekommen. Sachen, die schon gut waren, gut zu lassen. Die muss immer irgendwas wieder scheiße gemacht werden. Auch kein Tor. Och, und dann ist noch der Embolo im Abseits gewesen. Fuck. Das wird eine schöne Verlängerung sein. Ich glaube nicht, dass ich hier noch ein Tor schieße. Boah, da
spielt so schlecht. Er hat zwei Abschlüsse und schafft es natürlich, ein Tor zu schießen. Ich habe. Oh, den hätte er auch mal machen können. Ich habe halt 1 Million Abschlüsse. Klar waren das nicht alles so perfekte, so perfekte Situationen wie er, weil ich halt nicht das Glück hatte, dass mir der Ball vor den Fuß fällt. Im Strafraum, alleine vom Tor quasi. Das Glück habe ich halt wieder mal nicht. Es war Keita und der Ball kam nicht an, leider. Er ist halt schnell wieder hinten. Hat er auch schon wieder auf Passen gedrückt, nichts passiert. Oh, dann halt so gerade so ein Pass raus. Oh, was soll auf Embolo gehen? Was ist denn los mit euch? Verdammt nochmal. Oh, und dann nochmal Alu. Das Spiel will mich einfach nur verarschen. Die wollen mich einfach nur durchbumsen. Das Spiel will mich einfach nur kaputt machen. Oder? Also anders kann ich es mir echt nicht mehr erklären. Dass jetzt nochmal Alu kommen muss, das ist wieder 11 Meter in der 90. Minute, den ich verschossen habe, weil der Gegner in der richtigen Ecke war. Da muss jetzt natürlich nochmal ein Alu-Treffer von Schürrle kommen. Wahnsinn. 18-10, Schüssel zu 2-2. Herzlichen Glückwunsch. Schade, dass er nicht 2-1 gewonnen hat. Komm schon, jetzt einfach hier das Ding in der Verlängerung ziehen, ist doch egal. Baba. Oh, auch der geht wieder knapp daneben. Warum? Warum? Oh, fuck, komm schon. Nächste ist drin. Guter Schuss, nächstes drin. Komm schon. Vielleicht ist mal so ein geiles Eckentor hier. Ist da einer von uns? Nein, da ist keiner. Stimmt, war das nicht auch über so eine Situation, dass wir dieses Gegentor gefressen haben? Ich glaube, oder? Weil mein Spieler so ganz blöd den Ball hat durchgelassen. Hat er zum Glück nicht das Glück. Scheiße. Hier hat er wieder Glück und bleibt am Ball. Diesmal nicht. Abseits. Verdammt nochmal. Okay. Sehr gut für einen Pisscheck. Mist. Ich glaube, ich gehe jetzt sogar auf sehr offensiv. Ich will einfach. Ich will nicht wieder in einem beschissenen Elfmeterschießen rausfliegen, ey. War so klar, war so klar. Den Ball natürlich
nicht mehr eingeholt. Ich meine, das Vorlegen war eigentlich gut, um sich abzusetzen vom Gegner, aber sich dann natürlich nicht mehr schafft, noch zu schießen mit Schürrle, war irgendwie klar. Es war irgendwie klar, es hat gepasst zum ganzen Spiel. So ein Dreck. Schöne Ballannahme, Piszczek. Ich dachte, er kann direkt schießen, muss ich nicht erst wieder behindert drehen. Sollte nicht zu ihm gehen, der Pass. Es wird wieder ein Elfmeterschießen werden. Und bei meinem Glück verliere ich das. Oh, fuck, man. Das Spiel macht mich echt fertig in letzter Zeit. Das gibt's doch nicht. Wieder so ein scheiß Elfmeterschießen. Wieder war ich da deutlich bessere Spieler. Wir hatten auch Chancen, die wir einfach hätten drin sein müssen und die sind einfach nicht drin gewesen. Komm schon, jetzt gewinn einfach dieses verfluchte Elfmeterschießen. Komm schon. Das erste Mal, dass ich einfach komplett drüber schieße. Oh Gott, da war aber auch zu sehr aufgezogen. Okay, der Gegner macht den gleichen Scheiß, nur ein bisschen noch kranker. Komm jetzt, Konzentration. Okay, also Elfmeterschießen kann er anscheinend gar nicht. Und der erste gut geschossene von ihm halt, hält Fährmann auch noch, richtig geil. Oh, wir haben endlich ein Elfmeterschießen gewonnen. Wir hätten schon vorher gewinnen müssen, aber egal. Wir sind endlich in der nächsten Runde. Oh Gott. Aber wie soll ich denn bitte, wenn ich so spiele, also ich habe ja meiner Meinung nach gar nicht so schlecht gespielt, aber wenn die Spiele so laufen, wie soll ich denn dafür ein ganzes Turnier gewinnen? Ach du Scheiße, es sind noch drei Spiele, die uns fehlen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause und werde was essen und dann bin ich hoffentlich danach fitter, ey. Weil das geht nicht, ey. Das geht überhaupt nicht. Die Geschichte mit Schürrle, keine Ahnung, da habe ich einfach einen Ball vorgelegt und da war dann halt der Tormann da. Und alleine aufs Tor zu rennen, ist so bitter bei mir. Scheiße. Aber das Ding mit Çalhanoğlu hätte halt auf jeden Fall drin sein müssen. Das mit Schürrle, weiß ich nicht. Wenn ich normal weiter gerannt wäre, hätte es halt sein können, dass die Gegner noch angekommen sind. Da wäre eine Wiederholung cool. Vorlagen, Piszczek. Es wird nicht drin sein in den Höhepunkten, oder? Pfosten, Fehlschuss. Nee. Ach ja, der Pfostenschuss von Schürrle war ja auch wieder genial. Das ist ja direkt das Nächste. Also, der hätte ja auch einfach mal reingehen können, ne? Aber egal, wir sind trotzdem weiter und oh, vielleicht werden, ja, ich mache es wie gesagt erstmal Pause, definitiv. Erstmal Pause, werde was essen und hoffentlich bin ich danach fitter, um die restlichen drei Spiele zu schaffen. Liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.